Steht dir echt gut oder ich bin nicht eifersüchtig. Solche Sätze hört man oft, aber leider weiß man nicht, ob sie auch stimmen. Doch einen Lügner zu überführen ist gar nicht so schwer, denn wer die Unwahrheit spricht, zeigt das unbewusst an seinem Verhalten. Mit einem Lockvogel haben wir den Test gemacht und geguckt, ob wir Schummeleien entlarven können. Mandy Brandt und Monja Besiroff berichten. Hier eine kleine Notlüge, da ein bisschen am Lebenslauf rumgeschraubt. Gerade beim allerersten Date ist die Versuchung besonders groß. Aber woran erkennt man sie, die Lüge? Wichtig ist, dass man darauf achtet, ob jemand kongruent ist. Also das heißt, das, was er körpersprachlich macht, ob das zu dem passt, was er gerade inhaltlich sagt. Mit versteckter Kamera wird Steffi, unser Lockvogel, verschiedene Männer zum Blind Date treffen und ihnen vor allem pikante Fragen stellen. Der Experte wertet die Körpersprache aus. Typ Nummer 1, Frage Nummer 1. Bist du eher treu oder bist du es eher nicht? Mein Gott, ich wusste nicht, dass das eine Quizshow ist. Wie das dann, sag ich mal, im Laufe der Zeit innerhalb von so einer Beziehung dann halt eben mit der Monogamie aussieht. Aber dann das war so die Strecke, also wo sie sehr auf dem Glatteis war. Ne? Das hat man also körpersprachlich in der Mimik und so weiter durchaus genau sehen können. Na, da wollen wir wenigstens mal ehrlich zu ihm sein. Ich habe an der Stelle gesehen, dass sie ein bisschen so etwas nervöser wurden, also so die Augenbrauen etwas mehr zucken. Ich meine, merken sie jetzt vielleicht auch? Ich gebe es zu. 200 Mal am Tag sollen wir angeblich lügen, dass sich die Balken biegen. Die Frage ist nur, ob es andere auch merken. Ja, das kommt ganz auf meine Verfassung an. Es gibt schon Fälle, da werde ich auch rot. Meine Augen flunkern und meine Nase wird rot. Ich stottere dann ein bisschen. Lockvogel Steffi und ihr nächstes Opfer. Auch er wird gleich mit dem Treue-Thema festgenagelt. Nee, das nicht. Nein, auf keinen Fall. Also, okay. Also kannst du dir auch vorstellen, dann... Ja. Ha, ha, Moment, das war sehr interessant. Also, weil er in dem Moment, kannst du dir vorstellen, dass das was Festes wird. Dann hat er die Augen so ganz kurz geschlossen, was immer ein Zeichen dafür ist, dass da irgendwie nicht ganz koscher ist, die ganze Sache. Hast du denn dann auch so One-Night-Stands, oder? Nein. Das glaube ich ihm nicht, das mit den One-Night-Stands, also dass er dort gar keine One-Night-Stands hatte. Also, weil da gingen jetzt die Augen durchaus mal in die andere Richtung. Und auch er bekommt von uns nichts als die Wahrheit. Also ich glaube Ihnen nicht, dass Sie noch nie einen One-Night-Stand hatten. Das ist schon ziemlich richtig. Aha, also war doch was. Es war schon was, aber jetzt nicht einfach. Okay. Wenn der Gegenüber mir, von mir aus gesehen, nach links oben guckt, wenn er Rechtshänder ist, dann konstruiert er etwas, was er vorher noch nicht gesehen hat. Eine weitere Sache ist, wenn die Hand ständig zum Gesicht geht, ne? Also ständig gegen den Mund, irgendwie den Mund während des Gesprächs durch die Hand zum Hirn gehen, irgendwas verstecken sozusagen, ne? Oder was nicht hören wollen, eine Frage nicht hören wollen, sind so indirekte Indizien. Alle Männer wurden natürlich aufgeklärt. Steffi war nie auf der Suche nach einem Freund, sondern lediglich nach der Wahrheit. Aber genau mit der nehmen es einige nicht ganz so genau.